Wir wollen die Lancierung eines digitalen Zukunftsprojektes feiern und damit herzlich willkommen zur Auftaktveranstaltung von Digital Liechtenstein. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Gäste, es freut mich sehr, dass Sie heute hier sind, um gemeinsam mit uns die digitale Seite Liechtensteins voranzubringen. Am Anfang hat es ja geheißen, wir machen eine kleine Pressekonferenz und was heute rausgekommen ist, wie viele Leute da sind, Vertreter aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft und aus der Politik, mit 120 Leuten, dass wir am Donnerstagmorgen das so lancieren können, ist natürlich sensationell. Wie steht es um den Wirtschaftsstandort Liechtenstein und einige sind noch unentschieden? Gut, sagen die meisten von Ihnen, der Wirtschaftsstandort ist in Sachen Digitalisierung gut aufgestellt. Aber wenn ich jetzt hier in die Runde schaue, und ich mache jetzt schnell ein kleines Foto, weil es wird mir niemand glauben, dass das ist ja eure Auftaktveranstaltung von Digital Liechtenstein, bereits bei der Auftaktveranstaltung so viele wichtige und relevante Leute dabei sind. Also großes Kompliment. Sie brauchen eine kleine Handvoll Leute, die sagen, die Idee trage ich mit. Und dann sind sie am Schluss angewiesen auf die Menschen, dass die den Wagen mitziehen, dass die kommen an die Sitzungen, dass die etwas bewegen, dass die ihre Sachen abarbeiten. Und genau das ist, ich glaube, auch hier jetzt der Fall. Ich habe die Stimmung super gefunden. Die Leute sind committed. Und es ist auch eine Dringlichkeit da, oder? Also es ist ja nicht nur zur Gaudi, wo man das macht, sondern man macht das wirklich, weil man weiß, wenn man den guten Standort, Wirtschaftsstandort Liechtenstein auch in 5 oder 10 Jahren noch so gut hier haben, vielleicht sogar noch besser, dann ist Digitalisierung und wie gut dass man ist in dem Bereich Digitalisierung absoluter Schlüsselfaktor. Für die meisten von Ihnen ist ganz klar die Vernetzung und der Know-how-Transfer das, was Digital Liechtenstein mit auf den Weg gegeben wird. Ich habe eine Eventagentur, die verschiedene Wirtschaftsplattformen macht und ich wurde immer wieder darauf angesprochen, gerade in Liechtenstein, im Kleinräumigen, wo man so gute Voraussetzungen hat für so eine Initiative, warum gibt es Initiativen für alles Mögliche, aber nicht für die digitale Revolution, die wirklich fundamental ja vielleicht noch stärker wie in der Schweiz hier Veränderungen für die Wirtschaft mit sich bringen wird. Alex Vogt, CEO von Optik Balzers, Sie sind Leiter des Boards. Mussten Sie eigentlich lange überredet werden, dieses Amt zu übernehmen? Also im Nachhinein war ich da nicht mehr ganz sicher, aber ich habe mal Ja gesagt, weil es uns doch auch als Industrie sehr stark betrifft. Digitalisierung hat keine Landesgrenzen und da muss man vielleicht auch ein bisschen außerhalb unserer Grenzen denken. Ja, also die Auftaktveranstaltung, die wir heute hatten von Digital Liechtenstein, war sicher ein Highlight gewesen. Ich hoffe, ein erstes Highlight und es folgen viele und ich bin überzeugt, dass es so ist. Ja, ich glaube, sie hat viele Erwartungen geweckt und das Resultat wird man dann sehen, also irgendwann einmal das nächste Jahr, hoffe ich. Ja.